hat eine relativ hohe Reichweite. Hier unten ist zum Beispiel gar nichts weiter. Man könnte natürlich hier in die Mitte noch sich überlegen, ob man da irgendeinen schönen Park oder sowas hinbaut oder ein Plaza. Ja, wenn ich hier einen etwas größeren Plaza hinbaue. Sowas zum Beispiel. Wie teuer ist denn der? 2400. Oder hier so ein Fußgängerweg, der hier lang führt. So zum Beispiel. So. Entwickeln sich hier gleich auch weiter. Und hier auch. Mensch. Na, ist ja wunderbar. Dann haben wir gleich sogar welche der höheren Einkommensschicht. Die sind jetzt natürlich alle Stufe 3, aber wenn relativ ordentliche, relativ ordentlichen Garten hingebaut haben. Und die Gewerbegebäude entwickeln sich auch. Das wird ein richtig schönes Viertel hier. Wobei die hier noch relativ, ja, mickrig sind im Vergleich dazu. Aber wir könnten ja hier noch so einen schönen Park hinbauen. Können wir da vielleicht sogar noch was ranbauen? Wir könnten mal gucken, ob es noch nach hinten geht. Jawohl. So nach hinten, ohne dass wir andere Gebäude da beeinträchtigen. Dann sollten die hier sogar eine relativ hohe Wertigkeit bekommen. Ist doch ganz gut. Vielleicht passt da sogar noch was hin. Was Kleines. Ah, nee, dann reißen wir damit was weg. Aber hier, guck mal. Damit reißen wir gerade gar nichts weg. Wobei das ja gerade am Bauen ist. Wahrscheinlich deswegen. Ich nehme an, wir würden da doch was mit wegreißen. Und die beharren da in ihrer einzelnen einer Einkommensschicht. Meine Fresse. Ist heute was los? Ach so, was ich machen wollte, habe ich, glaube ich, sogar schon eingestellt. Ich wollte mal einen anderen Filter benutzen. Wir sind gerade auf dem Filter warm. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. So. Aber wahrscheinlich habt ihr dadurch auch gar nicht wirklich den Unterschied festgestellt. Wir können ja nochmal einen anderen Filter nehmen. Zum Beispiel nehmen wir doch einfach mal Sepia. So, dann zeige ich euch mal Sepia. Ne? Ist ein bisschen gräulicher. Die guten Sepia-Töne. Etwas übersaturiert. Nicht etwas übersaturiert, untersaturiert. Weniger Saturation. Wir können weich zum Beispiel auch nehmen. Sieht alles ein bisschen bunter aus, ein bisschen knalliger. Aber ich habe ganz gerne das wärmere Setting. Das ist alles ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer. Ach, sie wünschen sich scheinbar eine Müllabfuhr. Die Erde hat den ganzen Müll satt, Bürgermeister. Wir müssen klar Schiff machen. Die Verschmutzung bewegt sich auf Rekordniveau. Stellen Sie ein Recyclingzentrum auf, damit unsere Kinder in einer besseren Welt leben können. Ist eine gute Idee. Aktuell haben wir aber nicht das Geld dazu. Aber wir können ja mal die Steuern anpassen. Machen wir mal alles auf 10%. Nehmen Sie insgesamt 15.000 Simoleons pro Stunde ein. So, was möchte er hier? Wir könnten zur Touristenstadt werden, Bürgermeister. Was meinen Sie? Wir brauchen ein paar Tourismusattraktionen. Tourismus ist schon mal eine ganz nette Idee. Das können wir dann über die Spezialisierungen erledigen. Ich würde auch ganz gerne die Stadt zum Touristenmagneten machen, denn wir haben einen relativ schönen Standort. Wir haben eine relativ... Ja, eigentlich finde ich die Stadt ganz hübsch. Wir haben hübsche Viertel und die jetzt mit so extremer Industrie zu verschmutzen, wäre nicht so schön. Also die würde ich ganz gerne zur Tourismusstadt machen. Und eine Industriestadt werde ich dann nochmal in einer anderen Region gründen. Oh, geschlossen. Und sie sind sogar schon Stufe 2, Mensch. Aber relativ niedrig auf Stufe 2, ne? Also... Schlechte Technologiestufe, muss ich dazu sagen. Die sind noch nicht auf Dichte Stufe 2. Haben wir denn schon Wohngebäude der Dichte Stufe 2? Müssen wir mal gucken. Ah, hier scheint mir das gerade so zu sein. Oder? Die sehen auf jeden Fall größer aus. Freie Wohnungen zu verkaufen. Das sehen wir noch nicht. Aber ich glaube, das ist Dichte 2. Bin mir nicht ganz sicher. So...
Das ist die 59. Straße, okay. Aber die sind auch noch nicht wirklich groß. Mensch, ey, haben wir gerade einen Bedarf an Wohnungen? Das ist ja der Wahnsinn. So viele Wohnungen können wir gar nicht haben. So. Gewerbegebiet der mittleren Einkommensschicht brauchen wir auch etwas. Aber eigentlich sollten die ja eine ganz gute Einkommensschicht dort haben. Wir könnten auch mal ein paar Straßen ausbauen. So. Wenn wir eine Fähre hätten, die übers Wasser gleitet. Ah, Streifenwagen aus Kasupas helfen, in Schwufberg das Verbrechen zu bekämpfen. Das ist natürlich nett. Also wir haben gerade noch so viele Dinge, die wir eigentlich angehen müssen. Wir brauchen ein Recyclingzentrum. Ich würde ganz gerne den Verkehr ein bisschen eindämmen. Also nicht mehr so ganz viel Stadtverkehr, sondern mehr auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Da würde ich gerne den öffentlichen Nahverkehr etwas ausbauen. Bald müssten wir auch eine Uni genehmigt bekommen. 500 Schüler und Studenten pro Tag. Wir brauchen eine Bildungsabteilung. Das fehlt uns noch. Das fehlt uns noch. Aber irgendwie sinken auch gerade unsere Einwohner. Das liegt aber wohl daran, dass wir etwas höherwertige Einwohner jetzt haben. Und das sind dann natürlich ein paar weniger. Also es sind nicht ganz so viele Einwohner, die man dann noch, die man dann hat in dem Moment. So. Zack. Das können wir hier mal ein bisschen... Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich möchte das Gebäude da nicht abreißen. So. Ich würde das mal hier ein bisschen lang bauen. Dann kriegt man nämlich ein bisschen... Sparen wir nämlich ein bisschen Platz. Schade, es geht nicht. So. So. Ich werde hier noch ein paar Wohnviertel bauen. Die brauchen wir nämlich gerade. Oh, da wird ja gleich ein großes, da wird ja gleich ein luxuriöses Gebäude gebaut. So. Ein paar Wohnviertel brauchen wir noch. So, wunderbar. Hier könnten wir eigentlich ein Gewerbeviertel bauen. Wir werden wahrscheinlich die Gewerbeviertel jetzt nicht brauchen. Aber eventuell auf längere Sicht gesehen. Ja, viel mehr Platz haben wir jetzt auch nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch Platzoptimierung, die wir vornehmen könnten. So. Eigentlich könnte ich hier nochmal so einen Trennstrich ziehen. So. Und das entfernen und Gewerbe dorthin machen. Etwas. Oh Mensch, wir haben gerade so einen Bedarf an Einwohnern. Aber der niedrigen Einkommensschicht. Das ist ein bisschen sehr krass. Sehr krass. Ein bisschen sehr starker Bedarf haben wir da gerade. Ah, da würde ich ungern welche hinbauen. Ich glaube, da zieht die Luftverschmutzung ja lang. Wir können uns das nochmal angucken. Wie schaut denn die Luftverschmutzung aus? Wobei, hier geht's eigentlich noch. Hier geht es sogar auch noch. Da ist sie natürlich riesengroß, ne? Auf dem Berg geht sie sogar auch noch. Zieht natürlich alles hier unten ins Tal, ne? Also könnten wir da noch ein paar Wohnungen schaffen. So, hier so. Das ist eigentlich okay. Das passt. Das passt. So. 100 Geschäfte, geschäftige Innenstadt. Unterhalten Sie in Ihrer Stadt mindestens 100 Gewerbegebäude. Das haben wir auch geschafft. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch... Fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen die Dichte. Und die Feuerwehr? Die ist zu langsam. Es ist ein Gebäude abgebrannt. Ja, wo denn? Wo ist jetzt eigentlich unsere Feuerwehr? Da. Wir könnten die mal ein bisschen ausbauen. Wir haben gerade genug Geld. So. So.
Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach ein paar Straßen ausbauen. Das wird daran wohl liegen. So, wo haben wir denn die, da, die Müllentsorgung. Das Recyclingzentrum kostet 111.000. Sollten wir also bald mal in Angriff nehmen. Ich würde sagen, die bauen wir auf jeden Fall hier oben irgendwo hin. Nebenbei könnten wir eigentlich ein paar Straßen mal ausbauen hier. Oh Gott. Leute, das ist alles so voll hier. Wahnsinn. Wir sollten die Straßen hier ein bisschen ausbauen. Insbesondere im Industrieviertel, die kleinen Straßen hier. Da ist das Gebäude auch abgebrannt. Jetzt sehe ich das. Ja, ist ein bisschen wenig hier, was wir an Infrastruktur haben. Überall noch diese Feldwege. Die können wir mal ein bisschen ausbauen. So, das sollte passen. Hier oben ist es ziemlich voll wieder. Ich baue mal hier auch die Feldwege aus, dass wir die mal komplett aus der Stadt rauskriegen. Denn ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir haben zu wenig, also wir haben eine zu schlechte Straßeninfrastruktur, deswegen kommt die Feuerwehr da kaum durch. Steht ständig im Stau. Das ist natürlich dann auch nicht so gut. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, wenn wir ein bisschen öffentlichen Nahverkehr schaffen könnten, dann würde das bedeuten, dass wir auch weniger Privatpersonen in Autos auf den Straßen haben. Denn die benutzen dann auch den Nahverkehr mit. Und das ist noch ein weiterer Grund, warum wir das mal ausbauen sollten. Und ich glaube, irgendwann... Ach ja, wir brauchen ein Recyclingzentrum. Jetzt können wir eins bauen. Und ich baue das mal hier hin. So, das Recyclingzentrum steht. So. Können wir mal gucken. Was können wir denn hier alles bauen? Garage für Transporter, wiedergewonnener Materialien, Garage für Wertstoffe, Sammelwagen. Boah. So. So, was haben wir hier noch? Wiederverwertungsanlage für Plastik. Da haben wir, glaube ich, einer standardmäßig drin. Und was ist das? Wiederverwertungsanlage für Metall. So, was haben wir denn hier? Für ein Infozeichen. Sie haben die richtige Wahl getroffen, Bürgermeister, auch wenn es im Moment noch nicht danach aussieht. Die Leute recyceln nicht immer gleich alles. Wir müssen ihnen zuerst zeigen, wie es geht. Wir könnten außerdem unseren Recycling-Service auf Metall und Legierung ausweiten. Denken Sie auch daran, wir können unsere Wertstoffe wieder verkaufen und uns dabei etwas verdienen. Cool. Das ist doch praktisch. So, was ist denn hier jetzt? Ach, wir können eine allgemeine Hochschule bauen. Locken Sie mehr Touristen in die Stadt, sorgen Sie dafür, dass das Wertstoffsammelwagen noch 10 weitere Mülleimer leeren. Alles klar. Machen wir bald. Achso, wir brauchen auf jeden Fall demnächst auch eine Polizei. Ah, auch nicht so. Da müssen wir auch mal demnächst dann dran arbeiten. Das ist nur die Frage, wo wir die hinbauen. Ach, die protestieren schon wieder hier. Wirklich heiß, was diese Feuerwehrmann da machen. Ich meine natürlich nur wegen dem Feuer. Ah ja, ist klar. Na, da steht wohl jemand auf Feuerwehrmänner. Wo ist denn die Kriminalitätsrate am größten? Sie haben keine Müllhalde gebaut. Soll ich noch eine Müllhalde bauen, oder was? Ich dachte, das Recyclingzentrum reicht. Ich kann gerne hier noch eine Müllhalde hinzubauen, aber... Das würde ich dann auf jeden Fall auf Kosten der Industrie machen, weil ich möchte hier nicht hinbauen, denn die erzeugt ja auch Luftverschmutzung, oder? Das ist jetzt natürlich doof. Müllhalde. Ich baue die mal hier hin. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal ein Stück abreißen. Und zwar das Stück. Nee. Weil ich dann nämlich... wobei. Jetzt haben wir die Blöde gedreht. Ihr müsst ja hier lang. Dann müsste ich das Stück Straße abreißen.